Was ich mal gelesen habe, Leute, ist wirklich kein Scheiß. Es war mal ein Airbus A380 auf dem Weg, ich weiß nicht mehr, wo er war. Und der war halt über dem Meer unterwegs und so. Und dann hat jemand das Örtliche aufgesucht und hat da so einen Schinken reingebrettert. Es ist wirklich wahr, könnt ihr googeln. Einen Schinken reingebrettert, dass die Leute das im Flugzeug nicht mehr ausgehalten haben und das Flugzeug notgelandet ist. Ist kein Scheiß. Das ist halt schon hart, ne? Wenn du das von dir behaupten kannst, Alter. Das ist ich hab einen 380 mit meiner Scheiße Junge, zum Land gebracht. Ist, Alter, wenn du das erzählen kannst, Junge, dann bist du der Hero auf jeder Party. Oder was ich auch mal gelesen habe, ist kein Witz, da war ein ICE, der ist am Köln Hauptbahnhof eingefahren, da war die Endstation. Und da war ein Herr auf der Toilette und der hat sich geweigert, aus diesem Klo rauszukommen. Ja? Und dann hat das Personal sich schon so gewundert, ja, was macht der da drin? Haben auch geklopft und alles und so weiter. Und dann ist kein Scheiß, ist wirklich passiert. Und dann kam die Polizei, ja, weil der Mann musste ja raus aus diesem Zug. Und die Polizei klopft dann auch an die Tür, macht das Stress. Dann steht der da nackt drin mit einem Messer und hat sich die Schamhaare rasiert, weil er nach ein Date hatte. Alter. Digga, was ist denn los? Der rasiert sich im ICE die Nüsse. Den Minister einfach, weißt du? Ich denk mir so. Müsst ihr euch echt mal, es gibt Stories, Alter, ohne Witz. Früher habe ich auch immer gedacht, dass Flugzeuge ihren Code, also den gesammelten Code, während des Fluges rauswerfen. Aber das ist ja, geht ja nicht. Weil es wird ja Eis. Und dann fällt das auf ihn jemand drauf und dann wird er erschlagen. Ne, keine Ahnung, ey. Gibt Sachen, die gibt es gar nicht, Leute. Ja, Flight 93 ist halt wieder so ein Film, wo man sich dann wahrscheinlich sehr viel Gedanken danach macht, ne? Oh, das ist der. Ja, also, Markus sagt gerade, der ist sehr gut, aber ne, ist halt wahrscheinlich sehr traurig. Also, vor allem, guck mal, Curry, das Ding ist halt, wo wir im World Trade Center waren, in dem Museum, wir standen vor dem Flugzeugwrack, ne? Vor da hast du das Fenster alles gesehen. Ja, genau, wir haben die Fenster gesehen. Was aber ich mir in dem halt Moment gedacht habe, so. Dass dahinter ein Mensch saß, ne? Genau, genau. Ich habe mir vorgestellt, krass, die saßen da drin, haben da rausgeguckt, so, weißt du? Die haben quasi in meine Augen geguckt, also ne, in die Richtung quasi. Ja. Das schon, also das ist halt schon voll. Also ich stell mir so vor, stell mal vor, du läufst nachts alleine durch dieses Museum, ne? Boah. Ja. Sully fand ich auch einen geilen Film. Aber der originale Sullenberger, also der Pilot, der hat ja gesagt, dass manches so, ne, stimmt nicht unbedingt. Aber auch krass, was der für eine Meisterleistung gemacht hat, ne, der Pilot. Flugzeug am Hudson River landen, Alter, das ist schon. Ey, habt ihr das mit dem riesen Frachtschiff mitbekommen? Nee. Hast das, mit dem riesen Kreuzfahrtschiff meine ich. Da ist, das war jetzt gestern, ein riesen Kreuzfahrtschiff gewesen, über 1000 Leute drauf. Ja, genau. Und dann sind die Motoren evakuieren oder so, ne? Ja, weil dann die Motoren ausgefallen sind. Und dann mussten die mit Helikoptern, die 1000 Leute mit Helikoptern retten. Es konnten immer so 15, 20 Leute in die Hubschrauber rein. Du kannst dir ja vorstellen. Und die haben das versucht mit Booten zu machen, aber die Wellen waren 8 Meter hoch und deswegen ging das nicht. Alter. Und dann habe ich mir heute ein Video angeguckt aus dem Schiff, ne? Ja. Haben Leute so gefilmt, ich schwöre, Curry, ich wäre tot gewesen. Also das musst du dir vorstellen, wie riesig das Ding ist. Und das hat so dermaßen geschaukelt, dass die Möbel die ganze Zeit von links nach rechts komplett weg. Ich glaube, da hätte ich halt echt krass Respekt vor. Ich glaube, das Kreuzfahrten sind sicherlich eine schöne Sache oder so, aber ich glaube, ey, wenn da einmal irgendwie Sturm ist, dann geht's halt richtig ab, ne? Ja, also für mich wäre das nichts. Sterben, Alter. Also da finde ich Fliegen, also ich kann, also Kreuzfahrt, die Alex sagt immer zu mir, lass doch mal Kreuzfahrtschiff und so weiter, aber ich sage immer nee. Nee. Boah, ich glaube, ich könnte das auch nicht, ey. Und da ihr gerade im Chat ja so Geschichten erzählt, es gab mal wirklich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Curry, mit der Germanwings-Maschine, die mit Köln, wo die Leute bewusstlos waren. Ich glaube, ja, pass auf, das Ding ist, da war ein Pilot, also eine Airline, also Germanwings im Airbus 320 oder so, und die waren im Landeanflug an Köln und dann sind giftige Gase ausgetreten, die sind ins Cockpit geströmt und dann waren beide Piloten kurzzeitig bewusstlos. Ja, das ist halt krass, ne? Ja. Das ist halt krass. Es gab auch mal, was ich mal sehr lange geguckt habe, ist diese Mayday-Sendung. Ja. Die ist, also das finde ich jetzt halt so interessant, weil da werden halt Flugzeugabstürze oder Flugzeugunfälle quasi nachgestellt
Und es wird halt gezeigt, woran es dann gelegen hat, so, ja. wie die das herausgefunden haben. So, das ist halt mega interessant. Da war auch ein Fall, da ist auch irgendwie der Druck abgefallen, die sind alle ohnmächtig geworden. Und irgendwie nur der... Der Flight ist, der Steward oder so, war dann im Cockpit drin und die haben dann Jets schon hochgeschickt. Ja, ja, stimmt. Ja, das kenne ich. Weil die keinen Funkkontakt hatten. Und die sollten halt gucken gehen, was da abgeht. Und dann sind die halt dahin geflogen und haben halt das Cockpit gesehen, haben halt gesehen, die sind alle ohnmächtig und haben halt nur diesen Typen gesehen, ne? Und der ist dann aber wohl auch ohnmächtig geworden, weil, und ich glaube, das Flugzeug ist dann einfach abgestürzt, weil es nach einer Zeit kein Benzin mehr, also kein Treibstoff mehr hatte. Und das ist halt schon krass, ey. Ich habe vor, du bist da so drin und du weißt, oh mein Gott, ich bin der Letzte, der jetzt hier auf dem Bein ist. Ja, ne? Ja gut, der war halt komplett down, ne? Also wahrscheinlich war das nicht mal bewusst, der hat halt keine Ahnung. Weil das ist halt, also Flugzeugabstürze sind natürlich halt mega krass, ne? Aber schön, dass wir darüber sprechen, während wir hier gerade in der Luft sind. Das ist echt toll. Ja, aber man darf nicht vergessen, guck mal, Curry, das Ding ist halt, auch wenn man immer so negative Storys hört über die 737 Max und so, oder ne? Aber das Flugzeug ist immer noch das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Natürlich, ne? Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe auch überhaupt keine Angst vor dem Fliegen, null. Ich hatte das mal eine Zeit lang. Und weiß ich. Und dann habe ich halt angefangen mit Flugsimulatoren, ja? Und kein Witz, auch wenn es eine Simulation ist, es hat mich irgendwie ruhiger gemacht. So, weil man einfach diese Flugzeuge kennenlernt und einfach weiß, was abgeht. So, und dann weißt du einfach, man weiß es sowieso, dass so ein Flugzeug nicht mal eben einfach so vom Himmel fliegt. Boah, also, doch. Kennst du nicht diese Frachtmaschine in Afghanistan? Ja, Junge, das war aber nicht das Flugzeug, das Fehler, sondern die Fracht. Ja, aber kennst du das Video? Ja, ja. Boah, das ist so mies, ne? Das war aber menschliches Versagen, ja, ja. Weil die Fracht falsch platziert haben. Und das ist halt Dummheit dann, ne? Die ist ja nach hinten gerutscht oder so und da war das weil Flugzeug nicht fest war. Genau, und dann ist das ja nicht ausbalanciert gewesen. Und dann ist die Maschine Auftrieb und du siehst einfach, wie die wie einfach vom Himmel fällt, ne? Ja. Müsst ihr mal bei YouTube gucken, das ist so krass. Also da habe ich, aber ich weiß nicht, ich finde es auch mal bemerkenswert, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel in so ein kleines Flugzeug einsteigt, wie jetzt ein 320 oder eine 737 oder so, ne, ist ja alles überschaulich. Aber wenn du mal bedenkst, eine 747 oder ein 380, was das für ein Koloss ist, das ist so groß, das Ding. Aber das Cockpit ist von der 747 ist gar nicht so unterschiedlich wie von der 737. Also wahrscheinlich, ja. Ich habe das Modell bei P3D so, und das ist halt echt gutes Modell. Ja, das ist PMDG, das ist einer, die haben mit die besten. Ja, ja, ich weiß, ich kenne die. Die haben auch 777 und so, ne? Genau. Und das ist halt so geil gemacht einfach. Und der Witz ist halt, dass man da wirklich vieles wiedererkennt. Also das ist halt schon krass. Ich habe ja, ihr müsst mal bei Instagram den Wilco heißt der, folgen. Das ist ein Lufthansa-Pilot, der ist, fliegt immer die 747. Der macht immer Instagram-Stories so aus der Luft und so, ne? Das ist halt voll geil, ne? Mega geil. Muss man mal folgen. Sowas. Der ist auch voll korrekt, antwortet auch immer, wenn du mit den anschaust. Es gibt auch voll viele Videos aus Cockpits, wo die einfach starten und ja, so. Ja, Plane Finder, ne? Das ist so geil. Ne, warte mal, wie heißt das? Plane TV gibt es ja zum Beispiel. Ja, ja, da gibt es verschiedene Kanäle, glaube ich. Ich würde auch mal gerne im Cockpit sitzen bei so einem 380-Flug. Ja, das ist so mega nice, Mann, aber das ist halt unmöglich. Ja, das ist halt unmöglich. Das ist halt, glaube ich, echt nicht machbar. Airclips. Mhm. Ganz kurz an dieser Stelle, wir werden gleich in den Sinkflug gehen. Wie du gerade siehst du ja auf der Map das TD, das ist Top of Descent. Dann wird unser Sinkflug beginnen. Also beginnen wir quasi mit dem Landeanflug. Kann ich die Map so ändern, dass ich das gleiche habe wie du? Mach einfach den weiten Regler. Ne, das ist falsch. Rechts von dir drüber. Ich hab. Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau. Die Waypoints und so. Ne, du musst. Nee, du machst das falsch. Und der andere Regler. Andere? Rechts davon. Warte. Bist du sicher? Ja, ja. Nee, jetzt scroll ich doch durch. So. Du hast halt hier die falsche Ansicht ausgewählt. Warte. Oh, wir werden langsamer, ne? Wir gehen runter. So, Curry, unser Captain übernimmt heute die Lande. Aber warum ist das bei mir so seitlich? Das frage ich mich auch. Also, es ist irgendwie. Ich weiß warum, glaube ich. Warte. Hä, das ist komisch. Eigentlich müsste das ja hier richtig sein. Warte mal. 5, 20, 80. Ach so, es kann sein, dass er das gar nicht synchronisiert. Ah, okay. Aber. Wobei, du hast das doch hier. Also hier hast du es. Ja, lass einmal. Egal, ist egal. So. Ja. Du musst mir noch die Steuerung geben. Ach so, Warte, jetzt. Ja. Danke. Meine Damen und Herren, ich spreche mal Ihr Co-Pilot. Unser Captain, Herr Currywurst, übernimmt jetzt die Landung. Du gehst wieder auf, Alter.
Wir bedanken uns für Ihre Reise. Ja? Ja, geil. Thank you for traveling with Dings. Ich kann nochmal Ansprache machen hier, zack. Oh, Ansprache. Kannst ja mal in die Kabine gehen. Warte, mach nochmal Tür auf hinten. Hey, haben die hat Yahima und Eve überhaupt Essen verteilt? Nee, ist echt so. Haben die überhaupt Essen verteilt, Leute? Guck mal, der redet da hinten, Leute. Hört ihr das? Geil. Ich werde nie vergessen, wie ich mit der Lufthansa geflogen bin von Stockholm oder ne, von Göteborg nach Köln. Und dann ist bei der Landung, ich saß in der allerersten Reihe hinter dem Piloten, ist bei der Landung die Tür aufgesprungen. Was? Ja, und der Pilot. Was ist das denn, Alter? Der war so dermaßen abgelenkt, also der war halt voll im Tunnel wegen der Landung, aber der musste dann auch die ganze Zeit versucht, die Tür immer mit einer Hand zuzumachen, weißt du? Hat aber nicht geklappt. Das war aber geil für mich, ich habe alles gesehen. Aber das ist schon eigentlich auch gefährlich gewesen, ne? So, wir sinken noch gar nicht, jetzt sinken wir gleich. Ja. Jetzt. Jetzt, ja. Jetzt gehen wir gleich runter. Du siehst, der Diamant kommt an deinem künstlichen Horizont. Ja. Siehst du diesen lilanen, violetten da, genau. Und jetzt sinken wir. So, eine Geschwindigkeit wahrscheinlich von ungefähr. Oh, warte, ich kann noch mal Folgendes eingeben, damit wir den Radius haben. Wo sind wir denn? LEMD. Boah, wir sind aber hoch, ne? Ja, aber wir haben ja Zeit, wir haben ja noch links. Ja, alles. Müsste gleich eine rechts- und eine Linkskurve fliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, viele Leute urteilen ja immer über Simulatoren und so, aber auch so ein Train-Simulator oder so ein OMSI oder so ein Euro-Truck-Simulator, jetzt abgesehen von X-Plane, das ist einfach auch mal chillig zu spielen so. Ja, mega, ne? Mega entspannt. Vor allem, wenn du ein Lenkrad hast und so, voll geil. Ja, mega, ich finde halt fast X-Plane, vielleicht mit einem Zugsimulator, also Flugsimulation mit Zugsimulator im Vergleich so, also am gechilligsten, weil ja. Du musst ja nicht viel machen. Also was heißt, du musst nicht viel machen, aber du hast ja eine sehr große Zeitspanne, wo du einfach entspannen kannst. Halt. Du müsstest mal Dings Curry, Trains Sim World spielen. Also das ist ja, halt geil, weil ja, da kannst... Das Ding ist halt, für mich ist es halt, also ich interessiere mich halt einfach gar nicht dafür. So ja, aber du musst es halt mal so einstellen, dass du wirklich diesen Expertenmodus hast, mit dieses PZB, Geschwindigkeit halten und Signale und so. Ist halt auch nicht einfach, ne? Und Trains Sim World sieht halt grafisch richtig gut aus, weißt du? Und ja. Du kannst hier aussteigen, du kannst Züge aneinander kuppeln, du kannst sogar in die scheiß S-Bahn reinsetzen und mitfahren. Ja, das ist halt geil. Also das haben wir, aber das bräuchte den Multiplayer-Modus, weil wenn du da so eine Regionalbahn fährst, ist es ja in echt auch so, dass der Schaffner hinten, ne, bei so einer Regionalbahn immer aussteigt und dann die Kelle hochzeigt und sagt, jetzt machen wir die Türen zu, wir fahren. Es ist halt geil, wenn der Lokführer einfach so sein Ding macht, der fährt und der Schaffner checkt dann die Leute und alles, ja. Wie beim Bussimulator. Das wäre halt nice. Schade, dass sie es nie gemacht haben. Ich hoffe, das kommt noch. Stell dir mal vor, dass wir die hier gehen, dass halt wirklich irgendwie quasi simuliert wird, dass halt Leute hier drin sitzen und du dann quasi wirklich den Flugbegleiter machst. Ja. Und dann da irgendwie dein Programm abziehst mit Tricks und sowas, das wäre halt auch voll geil. Ja. Müsste man. Das ist halt, glaube ich, bestimmt schwierig zu programmieren. Also das alles in einem. Rockstar Games, mach mal. Ja. GTA 6 geht das. Beste Simulation, die ich mit Curry gespielt habe, war City Economy, Alter. Oh, jetzt machen wir hier eine schöne Kurve, Leute. Jetzt kommt der erste Knick, dann Linkskurve. Eine richtig scharfe. Also wenn wir die Leute gleich sicher ans Ziel gebracht haben, bin ich glücklich. Ja, da kriegen wir hin. Am Start vergessen wir einfach mal ein bisschen wieder, aber Landung sollte klappen. Ja, ich weiß halt nicht, woran das gelegen hat, ob das jetzt Seitenwind war, das kann ja auch alles sein, ne? Das weiß ich nicht. Ne, ich habe einmal das Ruder nach links gedrückt, das war mein Fehler und dann musstest du es ausbalancieren und das war halt, die KLM für euch hat genau die gleiche Route. Ja, also ihr könnt, wie gesagt, ne? Genau. Also das ist halt Absicht, ne? Das ist halt hier der Fotograf, der ist auch im Chat unterwegs, also der fliegt halt mit. Das ist halt voll cool.
Ja, aber leider ist er jetzt nicht da, sonst würden wir das Flugzeug ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit sehen. Ja, das stimmt. Aber nächstes Mal. Aber eigentlich macht ein Pilot so ein Flugzeug nicht relativ, also der macht nicht viel, ne? Ja gut, also das Ding ist, man darf nicht vergessen, dass viele Prozeduren, die wir auch gerade eingegeben haben, wie zum Beispiel Fuel und so, das berechnet die ja, so weißt du, auch hier Geschwindigkeit. Ja, aber während des Fluges meine ich. Ne, während des Fluges, nee, das glaube ich auch nicht. Also es gibt wahrscheinlich Funkkontakt, ja, so, wollte ich sagen, mit den verschiedenen Vektoren. Aber ich glaube, so allzu viel geht da, glaube ich, nicht. Also ich meine, die müssen ja auch mal dann auf Klo und so, ne? Die essen ja auch dann ihr Zeugs und sowas. Also würdest du mit einem Zeppelin... Ich weiß, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, mit einem Zeppelin zu fliegen, ne? Da wäre ich raus. Mega strange. Alter, da wäre ich raus. Zeppelin ist mir zu krass, ohne Witz. Das ist halt... Boah, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute. Im Chat, Zeppelin? Nee. Ich finde es ja krass, dass der JP performt, also der JP jetzt seinen Flugschein macht, ne? Das finde ich auch krass. Schon. Taschentom. Ja, okay, ich kann das nicht beurteilen. Also ihr müsst mal Helikopter fliegen, das ist beeindruckend, ey. Ja, Helikopter ist echt was komplett anderes. Gibt's sowas eigentlich bei X-Plane? Ja, ne? Helikopter fliegen kannst du auch, ja. Gab's nicht sogar bei X-Plane mal ein Space Shuttle? Boah, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich echt nicht. Zeppelin würde ich fliegen. Ne, da wäre ich voll raus. Du hast gar keine Höhenangst, Curry, ne? Ja, was heißt gar keine Höhenangst? Also, ich merke schon, dass da irgendwie was ist, aber ich habe jetzt, also ich... Ich kriege jetzt nicht irgendwie zittrige Beine oder so, zum Glück. Ich weiß nur, damals als... Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Eiffelturm wäre oder so. Ich glaube, da würde ich mir schon einkacken, Alter. Echt? Das habe ich gar nicht. Also ja, auch schon, aber nicht so schlimm. Da gibt es ja so Kacheln oben und da gibt eine Kachel, die ist irgendwie aus Glas. Da kannst du halt komplett nach unten gucken, ne? Aber das gibt es jetzt in New York auch. Gibt es jetzt auch eine Aussichtsplattform, die geht einfach nach mit Glasboden. Das ist halt schon heftig, ey. Aber was wollte ich sagen? Ich kann mich noch daran erinnern, wo Curry die Zeit hatte, wo er Flugangst hatte. Weiß nicht, da sind wir irgendwo. Irgendwo sind wir da hingeflogen. Ja, da warst du Hamburg dabei. So, ja, Ahnung. Und das hat so geschaukelt. Du hast dich die ganze Zeit so am Sitz festgekriegt und gesagt: So, was soll denn das? Aber ich habe das auch, wenn ich lange nicht fliege. Also, wenn wir jetzt nach Chicago fliegen, dann habe ich auch so, denke ich mir in dem Moment immer erst so: Oh, 10 Stunden sitze da drin, so, ne? Ist schon krass. Ja, das Gute ist halt, dass wir halt wirklich diesmal bessere Plätze haben. Das ist halt schon ganz nice. Da geht halt die Zeit viel. Also ich bin, glaube ich, noch nie so... Also eigentlich war ich immer tot auf so einem Langstreckenflug, ne? Mhm. Aber dann bin ich einmal hatte ich jetzt die Möglichkeit, dann Business zu fliegen und danach... Also du kannst halt da wirklich halt pennen. So, das ist halt gut. Ne? Ist halt einfach so. Das Gute ist, wenn wir... mega teuer ist. Wenn wir in Chicago ankommen, ist das Gute, dass wir... direkt abends da sind, das heißt, du kannst direkt pennen gehen, weißt du? Ja. In Chicago ist dieses Jahr die Star Wars Celebration, da dürfen wir sein. Ja, Curry und ich, Junge, Alter, wir sind Trailer von Episode 9 live! Ist echt so, das ist so geil, weil J.J. Abrams steht dann vor uns und zeigt uns den Trailer. Ist so krass, Alter, ohne Witz. Ey, ich werde so ein nasses Höschen haben, ne? Ja, aber Curry, du bist ja... mal gesehen bei der letzten, ne? Ne, J.J. Abrams habe ich nicht gesehen. Rian Johnson, den Beliebten, habe ich gesehen. Aber Curry ist ja offiziell der Kameramann, ne? Ich bin offiziell Kameramann. Aber den habe ich einfach damit reingeschmuggelt, egal. Aber was ich geiler finde, dass es ein Episode 1 Panel geben soll. Das heißt, Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi wird wahrscheinlich da sein. Alter Junge, ich werde sterben, Curry, ey, ohne Witz. Der wird mich wieder beatmen müssen. Denn jetzt komme ich mal in den USA besuchen. Max, bist du gerade in den USA? Es sind viele Leute überall, Alter. Das ist so krass. Letztens hat auch jemand geschrieben, dass... er in Florida wohnt, ja, und wenn wir Bock haben, können wir da vorbeikommen, weil die haben genug Platz. Florida! Junge, das ist halt krass, Alter. Ja, aber wo denn da? Aber nicht, wo Alligatoren sind, ne? Weiß ich nicht. Der ist noch ein Alter. Ist doch vorbei. Ich weiß nicht, wo genau, aber das ist halt schon krass, wenn die Leute das so manchmal erzählen, was man halt in der Zeit, wo man halt jetzt hier nichts macht, einfach dann im Chat von den Leuten erfährt, ist halt manchmal echt heftig. Ja. Jemand hat dir irgendwie erzählt, dass er ein Auslandsjahr macht, irgendwie in Australien oder in Amerika, und das ist halt so cool, einfach die ganzen Storys. Wo bist du denn, Max? Ich bin Austauschschüler. Wo denn? Ja, oder Dings, ne? Wie sagt man? Work and Travel ist auch krass, finde ich. Ja,
Das ist auch krass, ja. Das sind halt mega krasse Erfahrungen, ne? Wisconsin. Krass, Alter. Wie spät ist es gerade bei euch? Köln-Bonn Airport, ja, oder wie ich den Flughafen, Provinzflughafen. Wobei, man sagen muss, Köln-Bonn Airport ist der krasseste Frachtflughafen, glaube ich, den es so in Deutschland gibt, oder? Oder Europa sogar, weil da ist ja kein Nachtflugverbot. Und als ich jemand, der in der Nähe dort wohnt,